Immer mehr Motorräder mit integrierten Radarsystemen erscheinen am Markt. Was bringt diese Technologie in der Praxis? Und besteht die Gefahr von Ghostbreakings, also Notbremsungen ohne erkennbaren Grund, so wie es bei den Autos vorkommen? Wie ich das erste Mal gehört habe, dass Radartechnologie auf Motorrädern verbaut wird, war ich voll begeistert. Ich habe mir gedacht, an der Fireblade oder der Hayabusa oder den Kompressor Kawasaki kann ich ein bisschen so eine Stealth-Technologie nicht schaden. So wie bei den Jets, dass man es dann nicht am Radar sieht. Hat sich aber leider relativ schnell herausgestellt, dass ich da ziemlich falsch gelegen bin. Spaß beiseite, die Hauptfunktion der Radarsysteme ist natürlich der adaptive Tempomat, der, obwohl er kein Autopilot à la Tesla ist, in gewissen Situationen auch in die Bremsen eingreift. Muss man deshalb Angst vor Phantombremsmanövern haben? Kann uns die Elektronik quasi jederzeit mit einem Überraschungsstoppi vom Bock reißen? Natürlich nicht. Komplette Entwarnung. Wir hatten bisher drei Modelle mit Radarsystemen in der Reitwagen-Testgarage. Die KTM 1290 Super Adventure S, die Ducati Multistrada V4S und die Kawasaki Ninja H2 SX SE. Aufgepasst, Freunde, die Kawasaki Days in Speyer sind dieses Wochenende. Vom Samstag, 23. Juli ab 9 Uhr bis Sonntag, 24. Juli bis 18 Uhr findet ihr ein volles Programm. In Speyer beim Technikmuseum, der Eintritt ist komplett kostenlos und ihr könnt kostenlos auch unter anderem die neue SX SE fahren, das Radar ausprobieren und alle aktuellen Modelle von Kawasaki. Zusätzlich gibt es eine Stuntshow, die Trackinator, das absolut wilde Biest von Kawasaki, und das Finale des Z-Stars Wettbewerb findet auch dort statt am Sonntag. Wir werden auch am Samstag für euch vor Ort sein, also kommt vorbei und erlebt etwas ganz Besonderes. Wenn du ein grünes Herz hast, dann musst du einmal im Leben bei den Kawasaki Days dabei gewesen sein. Die KTM hat ein Frontradar, das im Scheinwerferbereich verbaut ist. Schauen wir uns an, was der Schönheitsfleck im Gesicht der KTM technisch zu bieten hat. Wir haben jetzt eine Passage innerorts, da werde ich probieren, die Funktion von den adaptiven Tempomaten zu demonstrieren. Ich aktiviere den jetzt mal, der ist, wie man am Bildschirm sieht, auf 54 km/h eingestellt. Ich fahre aber 38, weil vor mir dieses Auto da fährt. Und nach dieser S-Kurve da jetzt kommt er gerade, wo sich der dann vielleicht auf waghalsige 50 km/h beschleunigen traut. Und ich nehme jetzt extra die rechte Hand vom Lenker, damit man sieht, dass das nicht ich beeinflusse. Bereits jetzt sichtbar, Tempo steigt, wir sind auf 43, vorher waren wir auf 38. Der Gegenverkehr wurde nicht wahrgenommen, auch gerade ein kurzes Beispiel. Und wie vermutet, auf der Geraden traut er sich ein bisschen eher. Das Motorrad steigert von selbst das Tempo und passt sich an. Und im umgekehrten Fall, wenn der da vorne das Tempo reduziert, geht die KTM zuerst einmal vom Gas, und wenn das Bremsmoment vom Motor nicht reicht, greifen tatsächlich die Bremsen ein. Und da kann man sich sogar zwei Menüabstimmungen aussuchen, wie dieser Ablauf funktionieren soll. Der nennt sich allen Ernstes Sport und der andere Komfort. Das heißt, wie schnell das reagiert, wie scharf, früh oder spät es dann bremst. Jetzt haben wir so ein Beispiel. Na, geht nur sanft vom Gas. Also man kann quasi die Reaktion des Systems sogar noch über zwei Modi modellieren. Ja, war wieder gerade zu merken, zum Gasganger, jetzt beschleunigt er, die KTM beschleunigt auch. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Also egal, ob da jetzt ein Radfahrer auf der Seite ist, ein Gegenverkehr, ich habe kein einziges Ghostbreak erlebt. Also dieses Geisterbremsen, wenn ein Fahrzeug mit so einem Elektronik-Feature plötzlich ohne erkennbaren Grund eine Notbremsung hinlegt. Gab es nicht, und bei Autos bekannterweise kommt sowas sehr wohl vor. Ich steigere jetzt das Tempo auf 100 km/h, was da theoretisch erlaubt wären. Aber wie man sieht, wir fahren nur 69, 72, warum? Ja, der Verkehr lässt nicht mehr zu. Jetzt bremst die KTM, aha, da war ein Radfahrer. Ja, das war jetzt ein relativ scharfes Manöver vom Motorrad, die hat jetzt ziemlich scharf bremst. Der Radfahrer wird nicht erkannt oder nicht als Problem gesehen, während jetzt, wo der Radfahrer weg ist und der Autofahrer sich Gas geben traut, reagiert auch der Tempomat. Also das ist wirklich sinnvoll, es ist wirklich ein Komfortfeature und durchaus auch ein Sicherheitsfeature. Und ganz ehrlich, Leute, ob da vorne jetzt dann das schwarze Kastl im Scheinwerferbereich zum Sehen ist oder nicht,
ist mir völlig egal. Nicht nur, weil ich es nicht sicher umsetze, sondern weil der Funktionswert einfach das bei Weitem übersteigt, das optische Ärgernis. Das System der KTM funktioniert also erstaunlich gut und fehlerfrei. Auch in Situationen, wo ich es nicht für möglich gehalten hätte. Wenn die Bremsen automatisch eingreifen, ist es am Anfang zwar ungewohnt, aber wirklich scharf, so wie es im Video gesagt, der bremst das System natürlich nicht. Die Verzögerung ist circa mit der Wirkung einer Hinterradbremse vergleichbar. Spürbar, aber nicht brutal. Die Ducati Multistrada V4S war das erste Motorrad, das auch ein Heckradar verbaut hat. Das Frontradar ist über der KTM zwischen den Scheinwerfern positioniert, das Heckradar fällt hinten zwischen Rücklicht und Kennzeichen kaum auf. Das Heckradar bietet eine zusätzliche Blindspot Detection, also ein Totwinkelwarnsystem. Ich habe deshalb eine Autobahnetappe genutzt, um das Radarsystem der Ducati zu probieren. So, jetzt auf der Autobahn schauen wir uns das Doppelradarsystem, das Ducati ja als erster in einem Serienfahrzeug verbaut hat, ein bisschen genauer an. Nach vorne hin ist ja das Radar ein adaptiver Tempomat und zur Seite ist ein Totwinkelwarner. Jetzt schauen wir uns die Funktion einmal voll genauer an. Da aktivieren wir das jetzt einmal. Also ich gebe die Hand vom Gas und man sieht, das Tempo sinkt. Warum? Das Radar nimmt wahr, das Fahrzeug davor. Und ja, ist natürlich schon angenehm, weil der Tempomat bei unserer Verkehrsdichte ohne adaptive Funktion hat eigentlich fast keinen Sinn mehr. Das sieht man auch schön, wenn man überholt wird, leuchtet sofort der Totwinkelwarner. Jetzt kommt das nächste Auto, kann man die Norme sehen. Und das ist wirklich nicht zum Übersehen. Und das Radar macht auch einen Unterschied, ob man überholt wird, so wie jetzt. Und gleich noch einmal, weil dahinter kommt noch einer. Auch in der Kurve, wie man sieht, funktioniert das hervorragend. Und jetzt schauen wir mal umgekehrt, wenn wir selber überholen. Ja, da zeigt es nichts an. Also so wie es gehört. Ja, jetzt hat man gesehen, also auch wenn ich nach rechts dann rüberschere, einen Spurwechsel, wenn der Überholte noch zu nahe ist, dann warnt mich dieser Totwinkelwarner auch davor. Ja, schon wieder was im Totwinkelwarner und das ist wirklich interessant. Schau, man sieht nichts im Spiegel. Org. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, warte, ob die Kamera wahrnimmt, man sieht nichts im Spiegel und trotzdem ist ein Auto neben mir und da ist der Totwinkelwarner perfekt. Jetzt beschleunigt, schaltet sie aus und das Auto taucht im Spiegel auf. Das macht echt Sinn. Das ist ein echtes Sicherheitsfeature, was meiner Meinung nach definitiv nicht unter elektronische Spielerei fällt, sondern unter sinnvolles Assistenzsystem. Ja, da sieht man jetzt wieder super die Funktion von adaptiven Tempomaten. Die grüne Zahl zeigt damals, was eingestellt ist, auf 140. Die große weiße, was wir wirklich fahren, 135. Ja, so macht der Tempomat dann Sinn, weil bei unserer Verkehrsdichte müsste man ja sonst pausenlos händisch nachregeln und dann ist ja die Kernfunktion des Tempomaten eigentlich dahin. Wenn man erst wieder nachregeln muss, dann kann ich gleich den Gasgriff oder beim Auto mit dem Pedal halt selber das Tempo regulieren. Aber das funktioniert wirklich hervorragend und ich habe das sogar wirklich ein bisschen auf die Spitze getrieben und habe probiert, ja, wie ist denn das in beengten Verhältnissen, zum Beispiel in einer ganz engen Gasse, es erkennt trotzdem, ob das ein Gegenverkehr ist oder nicht. Sich annähern von hinten an ein anderes Motorrad, erkennt es das sofort, geht vom Gas, während ein Radfahrer, fragt mich nicht, wie das funktioniert, ein Radfahrer wird offensichtlich auch erkannt, denn da geht es nicht vom Gas, da fährt man einfach vorbei. Also das System muss wirklich lange getestet sein, es ist sehr ausgereift, es ist mir eh nicht klar, wie das zum Beispiel ein Motorradfahrer von einem Radfahrer unterscheiden kann, dass er es probiert und es hat funktioniert. Auch das System der Ducati funktioniert also fast schon gespenstisch fehlerfrei und die Totwinkelwarnfunktion ist definitiv ein Sicherheitsplus. Nicht ganz so fehlerfrei hat leider mein Kameraequipment auf der Kawasaki funktioniert, aber für ein paar Eindrücke reicht's. Auch die Ninja H2 SX SE hat ein Doppelradarsystem mit Front- und Heckradar montiert, wobei es Kawasaki am besten gelungen ist, das Frontradar relativ unauffällig in die Verkleidungsmaske vorne zu integrieren. Auch die Kawasaki Ninja H2 SX SE
hat seit neuestem einen adaptiven Tempomaten, das heißt ein Radarsystem vorne unterm Scheinwerfer integriert. Man kann den gewünschten Abstand, also die Reichweite vom System, einstellen in drei Abstufungen. So, aktivieren wir mal das System. Sehen wir da vorne jetzt dann die Symbole für den Abstand bzw. eingestellte Tachogeschwindigkeit. Das heißt, ich würde jetzt erlauben 92 km/h, vorne dann aber nur 64, weil der da vorne nicht schneller ist, aber ich nehme die Hand vom Lenker, beschleunigt selbstständig. Abstand wird auf einer angenehmen Distanz gehalten. Bleibt trotzdem dran. Also man sieht, das System hält den Abstand, den Radfahrer erkennt es nicht oder wertet es nicht als Problem. Es funktioniert wirklich hervorragend bei allen bisher getesteten Systemen. So jetzt auch in Schräglage, Gegenverkehr, kein Problem, wird als Gegenverkehr erkannt und nicht als Hindernis auf der eigenen Spur. Obwohl die gerade Linie was anders sagen würde, aber offensichtlich werden die Daten der IMU da irgendwie mit eingerechnet. So, jetzt kommt das Ortstafel. Jetzt geht der Mann da vorne vom Gas und siehe da, auch das Motorrad geht vom Gas. So, da sehen wir wieder, wie das System arbeitet. Aha, jetzt kommt der Bus raus, Motorrad bremst. So, da sieht man die Anzeige. Da hat kurz rot aufgeleuchtet. Das hat damit angedeutet, dass der Tempomat deaktiviert wurde, weil wir in einen Geschwindigkeitsbereich gefallen sind, den der Gang nicht mehr vertragen hat. Da war man mit der Drehzahl zu tief runtergegangen, da schaltet das System ganz einfach ab. Ich finde, es ist halt wirklich ein sehr bequemes Tool und in Wahrheit ist, ja, wie schon erwähnt, eigentlich so, dass ein Tempomat ja ohne einer adaptiven Funktion ja kaum mehr Sinn macht. Auch die Kawasaki hat eine zusätzliche Totwinkelwarnfunktion, die direkt in den Spiegeln aufleuchtet. Leider hat der Akku der Actioncam die Aufnahmen dazu gekillt, aber auch bei der Ninja H2 SX hat das System hervorragend funktioniert und das bringt definitiv zusätzliche Sicherheit. Mein Resümee zu den Systemen? Wie schon bei vielen anderen elektronischen Errungenschaften der letzten Jahre neigt man auch bei den Radarsystemen im ersten Moment zum klassischen "Wozu brauche ich das?" Gedanken. Aber wenn man sich an die Funktion einmal gewöhnt hat, möchte man es nicht mehr missen. Und wie schon erwähnt, sind ja herkömmliche Tempomaten bei unserer Verkehrsdichte eh schon fast sinnlos. Und die Totwinkelwarnfunktion ist definitiv ein Sicherheitsgewinn. Wirklich überrascht hat mich die völlig fehlerlose Funktion auch unter schwierigen Bedingungen. Ob in einer engen Gasse mit viel Fahrradverkehr oder mit Fußgängern, die an der Gehsteigkante entlanglaufen oder bei hoher Verkehrsdichte auf der Autobahn, in keiner einzigen Situation hat eines der Systeme falsch reagiert. Die Elektronik ist komplexer als man denkt und berücksichtigt auch Schräglage und Streckenverlauf. Der adaptive Tempomat reagiert beispielsweise auch auf die Schräglage und nimmt sanft Gas raus, wenn steigende Schräglage einen enger werdenden Radius erkennen lässt. Und umgekehrt wird die Intensität der Eingriffe, also Beschleunigung und Verzögerung, schräglagenabhängig reguliert. Wenn zum Beispiel die Bremse eingreift, greift sie in Schräglage milder ein. Übrigens, die Bremsen greifen nie bis Stillstand ein. Bei ca. 25 km/h brechen alle Systeme den Bremsvorgang ab. Meine Internetrecherche zu Fehlfunktionen brachte nur Treffer bei Autos zutage. Bei Motorrädern habe ich keinen einzigen Fall entdeckt. Und so gut wie die Systeme funktionieren, würde es mich nicht wundern, wenn es auch so bleibt. Bis zum nächsten Mal.